Oh, ich würde es gerne essen. Ob ich. Kann man das? Nee. Hallöchen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Resi Random, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Und Leute, heute gibt es endlich mal wieder einen DM-Haul. Und es ist ein ganz besonderer DM-Haul für mich. Ich muss euch kurz, bevor es losgeht, eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor circa einem Monat bei DM, vielmehr ich wollte zu DM, ganz normal und wollte halt einfach da so ein bisschen shoppen gehen. Und dann sehe ich, zu, DM ist zu. Und ich so, ja, was wieder, DM hat zu. Schon leichte Schnappatmung und schon leichte Panikanfälle. Es kam noch viel schlimmer. Der DM hatte einen Monat, Leute, einen Monat zu. Und es ist einfach der einzige DM bei mir im kompletten Umkreis. Also der nächste DM ist erst in der Stadt und da müsste ich ewig hinfahren. Leute, es war schrecklich. Es war ein schrecklicher Monat ohne DM. Also auch für so normale Sachen, ne? Auch was man wirklich braucht. Ich meine, das, was ich heute gekauft habe, das braucht ja kein Mensch. Aber auch so Waschmittel und so. Und echt, ich war jetzt so happy, dass heute der DM wieder aufgemacht hat. Und es war ein Riesenspektakel, neue Eröffnung und 1000 Mädels da, die Mädels alle ganz aufgeregt. Und es war echt richtig cool, obwohl megamäßig viel los war. So total süß, die Mädels alle untereinander so, oh, und wir haben schön ein bisschen gequatscht. So, oh, wofür ist denn das? Oh, hast du das schon? Hast du das schon? Also es war richtig lustig, es war wie so ein Event. Und einfach alle Mädels, die drin waren, waren einfach so glücklich, dass der DM wieder aufgemacht hat. Deshalb freue ich mich besonders, dass ich heute wieder einen kleinen DM-Haul für euch habe. Und ich habe richtig schön zugeschlagen. Also ich meine, einen Monat lang Entzug. Leute, ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist bei DM. Ich habe auch heute einige neue Produkte mit dabei und natürlich aber auch meine All-Time-Favoriten und so Basics. Also wenn ihr jetzt einen Haul erwartet, wo es nur Neuheiten gibt, das wird es jetzt heute nicht. Ich muss natürlich auch einiges nachkaufen, ne, weil ich echt manche Sachen überhaupt nicht mehr hatte. Deshalb gibt es natürlich auch ein paar Klassiker, aber auch ein paar Neuheiten. Und ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich habe mir heute mal so eine Papiertüte geben lassen. Ich habe ja sonst immer meine Mutti-Jutebeutel mit dabei. Aber heute habe ich mir mal so eine Papiertüte geben lassen, einfach fürs Thumbnail, so, weißt du, wo man was zeigen kann. Voll cool, es gab auch noch Geschenke hier irgendwie, das Alverde-Magazin und hier so ein kleines Duschgel, was ist denn das? Ein Balea Milch- und Honig-Duschgel und eine kleine Zahnpasta und Taschentücher. Sehr gut für die Reise, also sehr, sehr nett. Schöne Geschenke. So, und dann legen wir jetzt mal los und ich zeige euch mal, was ich alles gekauft habe. So, das Erste, was ich natürlich unbedingt mitnehmen musste, das habe ich schon auf YouTube überall gesehen und auch schon bei DM auf der Neuheitenseite und ich war ein bisschen panisch, dass ich es noch kriege. Und zwar ist es dieser Essence Prismatic Rainbow Highlighter. Den hat man auch schon so viel jetzt gesehen auf YouTube. Und ich habe gedacht, eigentlich brauche ich den ja nicht. Ich habe jetzt schon so einen Rainbow Highlighter, aber ich meine, guckt euch das an. Natürlich braucht man das. Ach, so schön. Und ich habe den jetzt erst ganz jungfräulich quasi noch nicht angetastet. Ich werde das jetzt mal hier schauen, wie der so pigmentiert ist. Oh ja, auf jeden Fall richtig, richtig geil, Leute. Guckt euch das an. Seht ihr das auf meiner Hand? Ich mache das mal ein bisschen näher. Also hier könnt ihr ihn sehen. Das ist echt so eine richtig schöne Regenbogenfarbe. Und so sieht das Ganze dann aus, als ist ein richtig schöner Glow. Ein Regenbogen-Einhorn-Highlighter. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Werde ich dann auf jeden Fall bald mal machen. Und dann gebe ich euch ein Review dazu. So, das nächste, was ich mir mitgenommen habe, ist von Balea. Und zwar ist es dieser Duschschaum. Ja, das haben sie halt nachgemacht, ne, von der Bibi. Die hat ja schon länger diese Duschschaums da bei DM. Jetzt gibt es von Balea auch. Und das ist jetzt die Variante Sweet Cake hier. Ich habe noch nicht dran geschnuppert. Ich habe es auf gut Glück gekauft. Da steht drauf mit Strawberry Cheesecake Duft. Oh mein Gott. Ja, es riecht einfach echt wie Strawberry Cheesecake. Ich mache mal ein bisschen was auf meine Hand hier. Oh mein Gott, Leute, es riecht halt richtig geil. Also ich würde lügen, wenn ich sage, es riecht ganz natürlich. Es riecht mega künstlich, ehrlich gesagt. Aber es riecht so gut. Oh, ich würde es gerne essen. Ob ich. Kann man das? Nee, ich traue es mich nicht. Es ist definitiv nicht zum Essen. Kinder, esst es nicht, aber es wird einem, glaube ich, sehr schwer fallen, das nicht zu essen. Und ich dachte, das ist vielleicht auch ganz gut so unter der Dusche, wenn man sich irgendwie die Beine rasieren will, auch so quasi als Rasierschaum. Ist es vielleicht auch ganz cool. Also, oh, es riecht richtig lecker. Ich glaube, ich brauche da noch mehr davon von denen. Da gibt es doch 1000 andere Varianten auch. Ich habe gerade meine Haare frisch gewaschen. Und immer, wenn ich meine Haare frisch gewaschen habe, finde ich, sehen die irgendwie so ein bisschen kacke aus. So frisselig. Habt ihr das auch? Hab schon so Kokosöl reingemacht, aber irgendwie heute. Egal. Geht ja jetzt hier auch nicht um meine Haare heute. Also, als nächstes habe ich mitgenommen von Balea dieses Duschgel. Perlenzauber nennt sich das. Ich weiß gar nicht, ob das ganz neu ist. Also, ich kannte das jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ich stehe gar nicht drauf, wonach riecht das. Mit verführerisch zartem Duft und Perlenextrakt. Riecht nach Perlen. Keine Ahnung. Ich werde mal kurz dran schnuppern. Ist ja immer, man kann ja so ein Duschgel auch im Laden nicht wirklich aufmachen und dran riechen. Ist auch ein bisschen assi.
Oh, das riecht sehr gut. Ja, das riecht sehr gut. Es riecht nicht so besonders intensiv. Also, es riecht jetzt nicht so stark wie hier Strawberry Cheesecake. Es hat so einen ganz angenehmen, leichten Duft. Also eher so für jeden Tag. Ich weiß nicht, ob man das jeden Tag nehmen will, ob man jeden Tag wie so ein Cheesecake riechen will. Aber das hat so einen richtig schönen Perlglanz. Dann das nächste. Oh mein Gott, das muss ich euch zeigen. Da bin ich so begeistert davon. Ich habe es nämlich heute jetzt schon benutzt. Das habe ich so im Vorbeigehen gesehen. Und zwar ist es von Catrice dieser Pure Radiance Glow Riser, heißt es. Das ist so ein kleines Fläschchen und es ist im Prinzip so ein Primer, also so eine Glow Base. Brauche ich das jetzt unbedingt in meinem Leben? Ich habe, glaube ich, mehr von diesen Glow Primern, als ich Foundations habe, habe ich wirklich. Also ich liebe sowas einfach und ich mag einfach einen schönen Glow in meinem Gesicht. Und dann dachte ich mir so, ja, keine Ahnung, probiere ich mal aus. Ich habe es probiert mit dem Tester im Laden, Leute. Ich habe gedacht, ich flippe aus. Ich hoffe, dass es über die Kamera jetzt so rüberkommt. Also Leute, Glow Next Level halt einfach. Also so sieht dieses kleine Fläschchen hier aus. Und es kommt leider auf meiner Hand nicht so schön rüber, wie es in Real Life rüberkommt. Es tut mir leid. Geht zu DM und probiert es aus, Leute. Also ich habe den heute auch benutzt als Primer und ich finde es so, so geil, Leute. Großartig, großartig. Auch wenn es über die Kamera jetzt nicht so gut rüberkommt. Dann als nächstes, das habe ich auch bei DM unter den Neuheiten gesehen auf der Seite, das wollte ich auch unbedingt haben. Und zwar ist es von Balea diese Tropic Fun Handcreme. Ich habe sie in erster Linie gekauft, weil sie total hübsch aussieht. Ja, so pink mit den Ananas drauf, ne? Dachte ich mir, ist irgendwie ganz süß, auch so für in die Handtasche. Und ich habe auch keine Ahnung, wie sie riecht, aber Tropic wahrscheinlich tendenziell ganz gut. Wir probieren jetzt alles live aus hier, Leute. Tut mir leid, bin schlecht vorbereitet. Oh mein Gott, sie riecht wirklich nach Kokos, nach Pina Colada. Oh, für das Tropic Feeling jetzt im Winter. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und war total günstig. Ich habe euch überhaupt nicht gesagt, was die Sachen gekostet haben. Auch sehr schlau von mir. Ich blende euch die Preise einfach mit ein. Machen wir es einfach so. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Das nächste Produkt ist auch ein neues Produkt. Und zwar ist das von Balea diese Lippenpflege Mint Loves Apple. Und ich glaube, das ist so ein bisschen von diesen EOS Lip Balms nachgemacht. Ich packe das mal aus, weil da ist ja auch mein absoluter Lieblings-EOS, ist ja der mit der Minze. Und ich weiß, diese Pflegestifte sind eigentlich überhaupt nicht gut für die Lippen, ne? Da cremst du und cremst du und die Lippen werden eigentlich immer nur noch trockener. Aber ich kaufe es halt trotzdem jedes Mal. Oh, der riecht richtig... Der riecht so richtig geil nach Minze. Also ich liebe so Pfefferminz-Sachen auf jeden Fall. Und ja, also ich meine, was soll ich dazu sagen? Es ist halt einfach ein Lippenpflegestift wie jeder andere auch. Machen wir uns nichts vor. Aber er riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker für die Handtasche und ist mega günstig. Natürlich von Balea viel günstiger als die EOS Lip Balms. Ja, Leute, dann habe ich mir noch was mitgenommen. Das wollte ich schon so, so lange haben, weil das ja so krass gehypt worden ist bei YouTube hier. Und zwar ist das von L'Oreal diese klärende Tonerde-Maske. Das ist diese grüne Maske. Es gibt ja drei verschiedene davon. Die schwarze, die Detox und dann noch eine rote mit roter Heilerde. Und ich dachte, ich nehme jetzt mal die grüne. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie ich die finde. Aber die wurde ja so, so sehr gelobt. Und klärend und mattierend ist für mich jetzt ganz gut. Ich habe euch schon mal erzählt, ne? Ich hatte früher immer trockene Haut. Das hat mich so sehr genervt. Ich habe mir so gewünscht, dass ich einfach mal ölige Haut habe. Und jetzt im Alter wird meine Haut immer fettiger. Ich weiß nicht, ist das die Altersfettigkeit? Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber jetzt nervt es mich auch. Weil ich habe halt irgendwie dauernd Pickels. Hatte ich früher nie. Also deshalb, ich kann die sehr gut gebrauchen. Ich habe unbedingt eine Maske gebraucht jetzt, weil ich gar nichts mehr zu Hause hatte. Ich werde heute Abend gleich mal ausprobieren und euch dann sagen, wie ich die finde. Dann habe ich mir noch eine Foundation mitgenommen, auch ehrlich gesagt eher so auf gut Glück. Und zwar ist es von Essence, die hier. Das ist die Camouflage 2-in-1 Make-up und Concealer. Und ich bin die Farbe 30 Honey. Ich habe sowieso eine andere Foundation jetzt mal gebraucht, weil ich halt jetzt gerade gerne Selbstbräuner benutze und meine andere ein bisschen hell ist. Da muss ich die hier mal anmischen. Mein Selbstbräuner, den ich benutze, ist übrigens immer in der Infobox verlinkt, falls es irgendjemanden interessiert von euch. Und die ist halt angeblich... Steht drauf, High Coverage und ne, Concealer und Foundation in einem. Leute, ich habe die heute benutzt. Guck doch mal, wie gut die deckt. Ich bin so, so begeistert, weil von Essence, die ist mega günstig. Ich weiß gar nicht, ob es die schon länger gibt. Ich kannte die noch nie. Ich hatte noch nie eine Foundation von Essence. Und ich bin so, so begeistert. Oh mein Gott, die deckt so gut. Also man bräuchte eigentlich gar keinen Concealer. Ich habe natürlich trotzdem einen genommen. Aber richtig, richtig geil. Ich liebe die. Also das ist ja jetzt schon ein Mega-Favorit auf jeden Fall von mir. Dann das nächste, das wollte ich auch schon so lange haben, weil ich das auch hier bei YouTube überall gesehen habe. Also ihr seht, ich bin selber genauso ein YouTube-Opfer. Guck auch mal die ganzen Videos und muss dann alles nachkaufen. Also das ist von NYX hier dieser Wonder Stick und das ist quasi so ein Highlight- und Contour-Stick. Und ich bin ja ehrlich gesagt nicht der besonders große Freund von so Cream-Contouring, weil mir ist das immer zu kompliziert und dann sieht es auch irgendwie immer nicht so toll aus bei mir, wenn ich das mache. Aber dieser Stick, ich habe ihn vorhin zum ersten Mal benutzt. Oh Gott, ich bin ausgeflippt. Ich liebe ihn. Ich habe jetzt hier die Variante Light genommen. Es gibt Light, Medium und Dark. Und ich dachte mir, ne...
In erster Linie möchte ich eigentlich diese helle Seite als Concealer benutzen. Das habe ich auch heute gemacht und die deckt unglaublich gut. Also wenn ihr viel abzudecken habt, deckt so, so gut und vor allem ist halt mega, mega cremig. Also es lässt sich so, so leicht auftragen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wage mich jetzt auch mal an die Creme-Kontur heute ran, was ich echt sonst nicht mag. Oh, es funktioniert so gut, Leute. Es lässt sich so, so leicht auftragen und es lässt sich so, so leicht verteilen. Also ihr habt eigentlich wie so einen Lippenstift. Auf der einen Seite die dunkle, auf der anderen Seite die helle Variante. Leute, Begeisterung pur. Also der ist wirklich richtig, richtig cool. Und ich glaube, ich werde jetzt noch ein Fan von so Cream Contouring. Dann als nächstes habe ich mir noch einen Lip Liner mitgenommen. Und zwar ist das der hier von Trended Up. Ich finde die super, diese Lip Liner von Trended Up. Sind mega günstig und die sind so richtig schön cremig. Und ich trage den auch heute quasi als Lippenstift. Ich trage einfach nur hier diesen Lippenkonturstift. Und das ist welche Farbe? Ja, die Farbe 470. Also das finde ich ist der einzige Nachteil immer bei Trended Up. Die haben jetzt nicht so lustige Namen wie Candy Fairy Princess oder so, sondern einfach nur Nummer 470. Also so ein schöner Rosenholzton und richtig, richtig geil. Hält halt auch super gut und super lang. Ich habe den jetzt schon seit 2 Stunden drauf und habe schon die ganze Zeit hier getrunken und gegessen und so. Hält mega und den finde ich echt richtig cool. Ich glaube, da brauche ich noch mehr davon. Jetzt ist ja der DM zum Glück wieder offen und ich kann wieder jeden Tag hingehen und gucken, was es Neues gibt. Als nächstes habe ich mir noch ein Deo mitgenommen und das ist dieses hier. Shine Bright Like a Diamond heißt es und es riecht sehr, sehr gut. Steht auch hier unten drauf mit dem Duft von süßen Beeren. Ich habe es natürlich nur nach der Verpackung gekauft, weil ich dachte, es sieht einfach hübsch aus. Aber ich hatte ehrlich gesagt noch nie ein Deo von Balea, was nicht gut gerochen hat, oder? Habt ihr schon mal ein Balea-Deo gehabt, was irgendwie scheiße gerochen hat? Überhaupt nicht. Also die sind eigentlich immer alle richtig, richtig lecker, wie ich finde. Und das ist, ja, riecht auch sehr künstlich, wie die meisten Sachen von Balea. Aber so richtig, richtig lecker. Nach Beeren einfach. Leute, wir sind noch nicht annähernd durch. Ich habe noch so, so viel hier in meiner Tüte. Oh. Dann als nächstes habe ich mir noch ein Trockenshampoo mitgenommen. Und zwar ist das von Batiste, dieses Tropical Trockenshampoo. Ich hatte ja mal das für blonde Haare, als ich die Haare noch ein bisschen blonder hatte. Und das fand ich überhaupt nicht gut, weil das immer die Kopfhaut so verfärbt hat. Und dann haben alle gesagt, nein, Resi, du musst das normale Batiste-Shampoo, das Trockenshampoo kaufen. Das ist nämlich total gut. Also, das ist jetzt quasi euer Tipp. Ich weiß noch nicht, wie es ist. Ich habe es noch nicht benutzt, aber so ein Trockenshampoo braucht man halt dann doch immer mal. Und das riecht es wirklich schön tropical. Oh Gott. Oh, das riecht total gut. Ich habe jetzt gedacht, das riecht auch so mega künstlich, aber überhaupt nicht. Oh, es riecht so richtig schön lecker nach frisch gewaschenen Haaren. Also, der Duft ist gut. Ich hoffe, dass das nicht so krass die Haare und die Kopfhaut verfärbt wie die andere Variante. Schauen wir mal, aber Verpackung ist halt schon mal sehr, sehr schön, wie ich finde. Dann als nächstes habe ich mir einen Nagellackentferner mitgenommen. Der ist von P2 und zwar ist das dieser Extra Strong Nagellackentferner. Weil ich benutze ja immer ganz gerne von Sally Hansen diesen Gel Top Coat für die Nägel. Ich finde, der Nagellack sieht schon sehr viel schöner und professioneller damit aus. Aber das runterzumachen ist die absolute Hölle. Also wenn ihr es schon mal benutzt habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und hier steht jetzt nämlich drauf, entfernt sanft hartnäckige Lacke und Shellack. Deshalb hoffe ich, dass es damit besser funktioniert, weil auch gerade für so Glitterlacke oder so ist es ja immer der absolute Horror, den wieder runterzukriegen. Und naja, ich hoffe, dass der die Nägel jetzt nicht irgendwie kaputt macht und dass der nicht irgendwie zu ätzend ist. Aber ich kriege das sonst echt nicht runter. Ich habe nämlich eine halbe Stunde gebraucht, um diesen Überlack erstmal runterzukriegen. Also schauen wir mal. So, dann habe ich mir noch eine Bodylotion mitgenommen und zwar ist es von Garnier, das Body Tonic. Ich habe da sonst immer die grüne Variante davon, diese 7 Tage Pflegelotion. Jetzt dachte ich, ich gönne mir mal die straffende Bodylotion. Ich meine, ich bin jetzt 31, ne? Wird es auch mal Zeit, dass man hier mal eine straffende Bodylotion benutzt und ich liebe diese Garnier Bodylotions. Also brauche ich euch nicht erzählen, das ist keine Neuheit, das kennt jeder. Also die sind wirklich sehr, sehr gut. So, das nächste, Leute, ist auch total geil. Ich wollte euch jetzt gerade erzählen hier, dass ich abends meine Füße eincreme. Bett und mir dafür diesen Fußschaum gekauft habe, den ich schon mal hatte. No, es ist überhaupt kein Fußschaum. Es ist ein Fuß- und Schuhdeo. Warum habe ich mir jetzt ein Fuß- und Schuhdeo gekauft? Brauche ich doch gar nicht jetzt irgendwie im Winter. Was mache ich denn jetzt damit? Na toll. Also Leute, es war echt bei DM, es war Endzeitstimmung, es waren so viele Leute da und ich habe einfach nur gerafft. Ja, dann passiert halt sowas. Dann kaufst du halt vielleicht auch ein falsches Produkt. Ich weiß nicht, ja, vielleicht so für die Sportschuhe oder so. Schuh-Deo? Ich weiß nicht, wie riecht denn das? Kann ich das auch als normales Deo nehmen oder ist es dann creepy? Oh nee, es riecht gar nicht gut, ehrlich gesagt. Es riecht überhaupt nicht gut. Mit Minzöl und Blutorangenextrakt. Uff. Also das würde ich jetzt so als Deo nicht riechen, sonst riechst du unterm Arm nach Fuß. Das ist auch nicht so geil. So, ja, schade, keine Ahnung, was ich damit mache.
Ich bin so ein Depp. Egal. Also, das nächste, was ich mir geholt habe, war auch ein Tipp von euch. Habe ich noch nie ausprobiert. Hat, glaube ich, auch jeder schon zu Hause. Ist von Kaufmanns diese Haut- und Kindercreme, weil ich ja oft hier oben auf den Augenlidern irgendwie so trockene Stellen jetzt im Winter habe. Haben mir total viel geschrieben. Resi, das ist der Shit. Das ist die absolut beste Creme. Die brauchst du. Also, deshalb habe ich mir jetzt hier so ein kleines Döschen mal zum Probieren mitgenommen. Und ja. Schauen wir mal, ob das wirklich so gut hilft, wie ihr mir versprochen habt. Oh, da haben wir ja hier noch so einen kleinen Concealer. Den habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Und zwar ist es von NYX, der HD Studio Photogenic. What? Da steht das immer drauf auf Englisch und dann nochmal auf Französisch. Das ist ja total verwirrend. Also auf jeden Fall ist es dieser Concealer hier von NYX und der heißt irgendwas mit Studio Photo, whatever. Und ich habe mir den mitgenommen, weil das so eine gelbstichige Farbe ist. Ich muss gerade mal gucken, was ist denn das für eine Farbnummer? CB10 ist es. Also ich liebe einfach so gelbstichige Concealer, weil ich finde, das deckt einfach irgendwie so dunkle Augenschatten, die ich leider öfter mal habe. Ja, ich meine, ich habe halt auch ein Leben, ein bewegtes Leben. Ich bin halt öfter mal müde. Deshalb brauche ich immer einen gut deckenden Concealer. Kenne ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob der gut deckt, aber ich habe ihn echt gekauft wegen dieser leichten Gelbstich. Kriegt man in der Drogerie nicht so oft so gelbe Concealer. Puh, gleich haben wir es geschafft, Leute. Ich bin schon fix und fertig. Das nächste, was ich noch mitgenommen habe, ist von Balea dieser Augen-Make-up-Entferner. Total unspektakulär und unspannend, aber ich finde den echt am besten. Also gerade so, um Augen-Make-up zu entfernen, auch manchmal nehme ich auch ganz gerne so wasserfeste Wimperntusche. Und dann nehme ich auch mal hier den, ne? Für wasserfestes Make-up, weil sonst kriegt man das echt nicht gut runter. Kaufe ich immer wieder nach, schon seit Jahren. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Mini-Deo von Balea, einfach um das schnell mal in die Handtasche zu schmeißen, ne? Wenn es mal ein bisschen stressig ist und man mal wieder hier so eine kleine Erfrischung zwischendurch braucht. Das ist immer ganz gut, wenn man ein kleines Deo mit dabei hat. Puh. So, ihr Lieben, das war jetzt hier mein kleiner, feiner DM-Haul, wobei so klein war es eigentlich gar nicht, ne? Ich habe ganz schön was eingeladen, aber so ist das, wenn du so lange irgendwie abstinent bist, ja, und dann kommst du auf einmal hier da rein und dann denkst du so, oh, ich bin in Disneyland, ne? Also es ist einfach, ach, der DM, es ist einfach was Schönes. Meine Lieben, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne auch wieder euer Feedback in die Kommentare, ob ihr die Produkte schon probiert habt, ob ihr schon irgendwas von den Produkten kennt, wie ihr die so findet oder ob ihr noch irgendwelche tollen Tipps für mich habt. Da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen hoch und Abo nicht vergessen. Und ich hoffe, dass es jetzt bald wieder öfter DM-Hauls gibt. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Hm.